Martin Zoller, ich habe das Vergnügen, mit dir ein Buch zu veröffentlichen, das Ende September, Anfang Oktober erscheint. Es heißt vertieft mit dir das Wesen der Prognose bespreche, deine Art, Prophezeiungen anzustellen, werden im Mittelpunkt stehen. Und da möchte ich eigentlich gerne jetzt Mitte August mit einem aktuellen Beispiel einsteigen. In der italienischen Stadt Genua ist eine Autobahnbrücke zusammengekracht. Es hat über 20 Tote gegeben. Ist so etwas ein Ereignis, was sich bei dir vorab in einem schweren Traum ankündigt und du schießt auf und du weißt, da geschieht etwas Schreckliches, oder ist das außerhalb deiner Wahrnehmung? Hallo Martin, ja, danke für das Gespräch. In der Tat ein sehr spannendes Thema, die Prophezeiungen, Prophezeiungen als Wegweiser in die Zukunft. Und es ist in der Tat so, dass ja über den Globus verteilt immer wieder täglich sehr, sehr viel passiert. Und in meinem Fall zumindest ist es so, dass die Visionen, die ich erhalte, stark fokussiert sind auf die Gegenden oder Themen, mit denen ich mich auseinandersetze. Ich habe natürlich über diese Brücke gelesen, gestern Abend, glaube ich schon, und aber jetzt in diesem Sinne nichts darüber im Vorfeld gespürt oder wahrgenommen, weil dafür passiert einfach zu viel. Ich wohne ja auch nicht, weder in Europa noch, also ich lebe nicht in Europa oder Italien. So gesehen ist das eh weniger mein Fokuspunkt. Und wie gesagt, Brücken stürzen täglich irgendwo zusammen, Schiffe gehen irgendwo unter. Und wenn man sich dann auf alles einlassen würde, dann wäre das ein fast nicht abnehmender Fluss an Informationen, Emotionen, Energien, und da würde man wahrscheinlich verrückt werden. Und deswegen ist es so, und das ist auch interessant, wenn man das Thema der Seherei studiert. Und ich reise ja viel, ich wohne in Bolivien. Wann immer ich irgendwo mit indigenen Völkern oder auch mit Schamanen oder Sehern in anderen Kulturen zusammen bin, dann frage ich die, wie sie damit umgehen, was sie sehen, was sie nicht sehen. Und es ist wirklich so, dass die meisten das, was sie sehen, was sie wahrnehmen, stark auf den Horizont sich begrenzt, indem sie sich bewegen. Also dass dann ein Schamane im Amazonas zum Beispiel Visionen hat, hauptsächlich über das, was bei ihm mit dem Dschungel passiert. Im Amazonas vielleicht die Abholzungen und die Zerstörungen durch die Erdölfirmen etc. Währenddem ein Seher hier bei uns in Mitteleuropa oder Südamerika, je nachdem, wenn ich jetzt sage, bei uns meine ich jetzt eher Südamerika, aber wenn wir jetzt von Europa sprechen, einer hier, dann bezieht sich das natürlich stark auf die Themen, die hier passieren. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, zumindest nach meiner Erfahrung gibt es ja auch sehr viele, die Gefahr besteht, wie das zum Beispiel oft in der Bibel passiert, das waren ja früher Seher oder Propheten im religiösen Sinne, die Visionen vor 2.000, 3.000 Jahren hatten, und das bezog sich dann meistens auch bei ihnen auf die Gegend dort, nehme ich jetzt an, würde ich aus meiner Erfahrung sagen. Und dann hat sich halt durch die religiöse Kolonialisierung hat sich dann die Bibel weltweit global zerstreut. Und da ist natürlich dann die Gefahr, dass man vielleicht Vorhersagen, Prophezeiungen, die ursprünglich zu der Zeit, als sie von den Sehern wahrgenommen wurden, damals auf ihre Gegend beschränkt war und die es aber heute viel globaler sehen, einfach nur durch die Ausweitung dieser heiligen Schriften. Und so gesehen, nein, habe ich das mit der Brücke nicht wahrgenommen, aber es ist natürlich tragisch, und ich hoffe, solche Sachen können in Zukunft auch durch richtige Vorkehrungen und Bautechniken verhindert werden.
Man merkt schon, dass du viel im Ausland, auf anderen Kontinenten lebst, wenn du sagst, Brücken stürzen täglich ein. Und jetzt sprechen wir hier in der behüteten Schweiz. In Deutschland hat man bereits veranlasst, dass eine Untersuchung veröffentlicht wird. Wie viele sind einsturzgefährdet? Wie sieht das aus? Du könntest ja dir vorstellen, du hättest einen Kunden gehabt in Genua, mit dem du sprichst, und dann wäre das vielleicht zur Sprache gekommen. Damit ist eigentlich auch ein Feld eröffnet, wo die sich die Frage stellt, wo ist dein Stamm, worauf bezieht sich deine prognostische Tätigkeit? Da hat sich doch sehr vieles verändert im Vergleich jetzt zum klassischen Schamanen, der eben für seinen Stamm zuständig ist. Genau. Also bei mir angefangen hat das mit den Vorhersagen konkret. Anfangs Millennium, ich lebte da in Bolivien und war stark im politischen Feld, Arbeitsumfeld tätig, habe dort auch mit Politikern gearbeitet, und da ereigneten sich zwei Staatsstreiche, die habe ich beide gesehen, vorhergesehen, auch so veröffentlicht, und das wurde dann natürlich auch in der Presse stark thematisiert. Später dann bin ich in den Mittleren Osten gezogen, und dann haben sich natürlich meine Visionen und Vorhersagen speziell auf dieses geografische Umfeld konzentriert. Etwas später kam Europa dazu, nicht weil ich mich konkret auf Europa konzentrierte oder dort lebte, sondern man kann sich das so vorstellen, dass Kontinente oder Subkontinente aneinander gegliedert sind durch die verschiedenen Platten, auf denen sie sind, die teilweise aneinander geschmiedet sind. Und das ist wie bei einem menschlichen Körper. Der menschliche Körper besteht aus verschiedenen Gliedermassen, so wie die Erde aus verschiedenen Platten besteht, auf denen Kontinente sind. Und wenn nun in einem Bereich, zum Beispiel, wenn wir jetzt uns auf den Mensch beziehen, wenn jetzt zum Beispiel in der Aura im Kopf ein Problem ist, sei es eine Krankheit oder eine Angst, deren emotionale Ursache vielleicht emotional bedingt ist, dann, wenn ich mit diesem Menschen arbeite, sehe ich nicht nur in der Aura dort, wo das Symptom, das wahrnehmbare Symptom ist, sondern ich sehe dann auch die anderen Chakren oder Aura-Aspekte, die beeinträchtigt sind von diesem Symptom, mit dem man arbeitet. Und mit der geografischen Analyse von bestimmten Situationen, also Vorhersagen, ist es ähnlich. Ich habe mich dann, wie gesagt, stark auf den Mittleren Osten konzentriert, aber weil nun der Mittlere Osten und Europa sehr stark miteinander verbunden sind, sind dann während meinen Analysen für den arabischen Frühling zum Beispiel auch immer wieder Bilder für Europa aufgetaucht. Ich habe mir die dann auch aufgeschrieben und habe dazu auch einiges an Veröffentlichungen gemacht, wobei es bei mir dann durch das Tätigkeitsfeld, in dem ich arbeite, hauptsächlich geopolitische und soziale Situationen sind, mit denen ich arbeite, und deswegen meine Visionen oder Vorhersagen auch zu 99% auf diese Themen bezogen sind und weniger jetzt technische Probleme oder Umstände, wie jetzt zum Beispiel einen Brückeneinfall. Das hat auch, wie gesagt, mit meinem Fokus zu tun. Vielleicht, wenn ich jetzt Ingenieur studiert hätte oder Architekt und mich auf diese Themen konzentriert, dann hätte ich vielleicht so etwas wahrgenommen, weil, wie gesagt, das persönliche Interesse, die persönliche Ausrichtung vom Seher beeinflusst stark oder filtert stark die Visionen, die er zulässt. Einfach auch A, damit man es, weil man Themen, mit denen man sich selbst auseinandersetzt, besser verstehen kann und interpretieren kann. Und B, ist es auch ein gewissen Schutz, weil, wie gesagt, wenn ungefiltert sämtliche emotionalen Eindrücke, die irgendwo passieren, über der Welt auf einen Menschen einfließen würde, dann würde man in kürzester Zeit die Kontrolle verlieren und würde wahrscheinlich total verrückt werden. Jetzt sagst du ja, es spielt doch eine Rolle, dass du einen persönlichen Bezug hast, und zugleich musst du bei deiner Arbeit sehr darauf achten, dass du nicht voreingenommen bist und keinerlei persönliche Interessen drin hast. Wir haben das fürs Buch mal ein bisschen durchgespielt. Du lebst und kommst aus der Region Basel, lebst heute in der Stadt Rien bei Basel. Ich bin ein waschechter Zürcher, und da gibt es zwei verschiedene Fußballclubs.
Und du würdest dich sogar hinhergeben, da eine Prognose zu stellen, sondern der FC Basel oder der FC Zürich wird Meister und du sagst, das könntest du ganz nüchtern angehen. Für mich ein undenkbares Ding. Ich könnte mich da gar nicht raushalten. Mein Herz tickt blau-weiß. Wie geht das? Wie ist das möglich? Gut, das Thema Sport allgemein ist nicht mein Betätigungsfeld. Also ich habe mich natürlich auch mit allen möglichen Bereichen auseinandergesetzt, um zu sehen, was funktioniert wo am besten. Und bei Sport habe ich gemerkt, geht es nicht so gut. Da sind meine Vorhersagen, jetzt könnte man sagen, genauso gut und treffsicher wie bei einem Fußballfan, der zusätzlich zu mir noch gewisses Hintergrundwissen hat. Also da würde ich mich an solche Prognosen würde ich mich nicht wagen. Mein Hauptgebiet ist das eben schon erwähnte, weil dort sind meine Treffsicherheitsquoten zwischen 70-80%. Und aber es ist ganz klar wichtig, dass man sich dann immer wieder emotional zurückhält. Das heißt, die Gefahr bei einem eben sehr oder überhaupt medialen Leser ist die, dass er dann das, was er sieht, entweder schön sehen möchte, wie ich es sage, und dementsprechend auch schön spricht. Und dann manipuliert man natürlich auch. Also als Seher, die Kunst des Sehens ist meines Erachtens nicht wirklich das, was man sieht, sondern wie man es weitergibt. Also dass man unverfälscht und unmanipuliert die Informationen kompromisslos, so wie man sie sieht, weitergibt. Und da gibt es natürlich, auf der einen Seite hat man dann Angst, sich zu täuschen können, und B, die Reaktion des Gegenübers, die provozieren könnte, auch nicht kontrollieren oder einschätzen zu können. Und was ich mir in solchen Situationen bewusst werde, ist, dass ich ja eigentlich, wie gesagt, nichts anderes als ein Überbringer bin. Ich bin eigentlich so ein bisschen ein Briefträger. Briefträger ist ja auch nicht verantwortlich, wenn er eine Mahnung bringt, von den Steuerbehörden, dann ist das nicht die Schuld des Briefträgers, sondern dann ist das vielleicht die Schuld eben, oder nicht nur vielleicht, sondern ist das die Schuld desjenigen, der die Steuer nicht bezahlt hat. Mhm. Und bei mir ist es auch so, oder überhaupt bei medialem Lesen, auch wenn das mit Einzelpersonen ist, darf man sich das nicht die Verantwortung aufbürgen, man sei jetzt auch mitschuldig, mitverantwortlich an dem, was man sieht, sondern man gibt es einfach weiter, und das erlaubt dann natürlich auch eine etwas neutralere Haltung gegenüber den Informationen, die man sieht. Ich möchte mal ganz naiv fragen, warum sind es immer diese düsteren Dinge, die dann auffallen, die du siehst, die du mitteilen musst, und du suchst das ja eben in einer neutralen Form zu tun, sodass es auch verstanden wird. Heute beispielsweise habe ich irgendwo in der Zeitung gelesen, Libanon, wo du dich sehr gut auskennst, weil du dort gewohnt hast, einmal eine positive Nachricht, überlegen sich mit einer großen Plantage von Cannabis ihre Staatsschulden zu sanieren, also da ein bisschen was vorwärts zu machen. Wird niemand erschossen, es gibt keine Unruhen, kein Krieg steht an. Und das fällt dann wie zwischen die Meldungen oder zwischen die Prognosen. Das ist nicht von Belang. Wie ist das zu verstehen? Gut, also es ist ja auch bei meinen Vorhersagen, ich veröffentliche meine Prophezeiungen ja auch seit, die erste, die wurde 1999 veröffentlicht, das sind 19 Jahre jetzt. Und da gibt es auch einige zu Europa. Ich habe jetzt auch mit Europa meine ersten Veröffentlichungen, Vorhersagen habe ich bereits Mitte des Millenniums angefangen. Das waren dann noch irgendwelche wirtschaftlichen Entwicklungen in der Schweiz oder Papstwahlen oder Kanzlerwahlen, Bundestagswahlen in Deutschland. Also es war jetzt nicht so, dass immer nur schwere oder düstere Vorhersagen gemacht wurden von mir zu Europa. Da gab es auch über viele Jahre, waren die sehr einfach und sehr, sehr entspannend auch. Bis dann halt so ab 2010, 11 die Bilder etwas schwieriger wurden und etwas düsterer, um den Begriff zu benutzen. Und
Das hat jetzt in meinem Fall auch damit zu tun, dass ich für Journalisten oder auch für natürlich Kunden meine Vorhersagen relativ kurzfristig mache. Das heißt, das sind dann nicht über Jahrhunderte, sondern das sind manchmal 1, 2, 3 Jahre. Und deswegen lässt sich auch erklären, dann, wieso ich mit dem Millennium keine düsteren Vorhersagen für Europa hatte, weil das war auch immer die nächsten kommenden Monaten für die Wahlen etc. Und als dann halt ab 10, 11 auch gewisse kurzfristige Bilder für Europa plötzlich schwierigere Situationen zeigten, dann hat mir das natürlich meine Aufmerksamkeit erweckt und dann habe ich auch auf Langzeitprognosen mich konzentriert, das sind dann die nächsten 30, 40 Jahre. Und das ist das Thema 1, warum jetzt in meinem Falle mit Europa hauptsächlich düstere Situationen. Und dann der zweite Punkt, warum ein Seher allgemein eher düstere Situationen wahrnimmt, das hat viel mit den Emotionen zu tun, die ebenfalls hinter Informationen sind, die man wahrnimmt. Man kann sich das so vorstellen, dass ein Seher, wenn er meditiert, seine Visionen anhand von fast wie Wetterveränderungen wahrnimmt. Und wenn der Himmel natürlich blau ist und hell und schön, dann guckt man kurz hoch und merkt, da ist nichts, da bleibt alles, wie es ist. Und dann dreht man sich wieder um und gibt sich dem Alltag hin. Und wenn man dann plötzlich am Horizont schwarze, fette, dunkle Wolken sieht und es blitzt und man sieht, dass es Richtung zu einem herzieht, dann wird man aufmerksam und sagt dann den anderen, du schaut mal, diese Wolken, seht ihr da, die waren gestern noch nicht hier oder was ist das wohl und wann kommt das Gewitter hier hin? Und das sind dann, das ist dann eigentlich hauptsächlich erklärbar, nebst dem visuellen Wahrnehmen auch die emotionalen Empfindungen, die dann bei den Leuten, die in solche Situationen kommen, ausgelöst werden. Es gibt ja auch Untersuchungen, dass zum Beispiel auch Menschen, die jetzt normalerweise überhaupt nicht groß sensitiv sind, Träume über den Tsunami 2004 hatten. Das liest man immer wieder. Und das ist deswegen nicht, weil die jetzt plötzlich seherisch veranlagt wurden, sondern weil sie dieses Ereignis des Tsunamis zum Beispiel hat ja emotional extrem intensive Wellen ausgelöst, global gesehen. Und diese emotionalen Wellen lösen natürlich auch in jedem Einzelnen von uns eine Reaktion aus. Und der eine oder andere übersetzt diese Reaktionen dann in Träumen. Sein das voraus, nicht, dass wir ein Vorauswissen. Zeit ist da relativ offensichtlich. Genau, ist relativ, genau. Also deswegen sind sie oft schwieriger oder sieht man eher das Düstere auf der einen Seite, weil wenn es natürlich schön und alles klar und hell ist, dann läuten keine Glocken, bis man dann am Himmel die ersten Gewitterwolken sieht. Punkt 1, Punkt 2, die emotional-kollektiven Reaktionen in den Menschen, die eben auch im Seher eine Vision auslösen können. Es ist ja interessant, dass du jetzt das mit dem Wetter erwähnst, mit den schweren Wolken. Wir haben einen ausgesprochen dürren Hitze-Sommer hoffentlich hinter uns. Wir sind eben Mitte August, wo wir dieses Gespräch jetzt führen. Und wir hatten einige Wochen jetzt an den Himmel geschaut und keine Freude mehr gehabt am blauen Himmel. Und jedes Mal, wenn schwere Wolken kamen, haben wir gehofft, hoffentlich kommt es runter. Es hat sich wie alles umgestellt. Die ganzen Emotionen wurden neu verortet sozusagen. Man fühlt sich näher bei Afrikanern oder bei Menschen in Asien, die auf den Monsun hoffen. Die Emotionen, die machen wir offensichtlich zu diesem Geschehen. Ja, das ist natürlich so, das habe ich ja auch aus der Ferne beobachtet, dass in Bolivien, ich bin jetzt zwar kurz vor 2 Wochen in der Schweiz hier, genieße natürlich das Wetter. Klar, wir ändern natürlich unsere emotionale Wahrnehmung auch oft innerhalb von Situationen. Das sehe ich übrigens auch bei Prophezeiungen oder Vorhersagen. Also speziell dort passen sich natürlich auch die Emotionen sehr oft den Umständen an. Und das ist natürlich auch ein Überlebensinstinkt von uns, diese Anpassungsfähigkeit, um zu spüren, wie mit den Situationen, die dann plötzlich auftauchen, umzugehen, dass es trotzdem noch stimmig ist und dass man auch das Beste daraus machen kann.
Da möchte ich jetzt haarscharf mit meiner letzten Frage in dieses kurze Interview eigentlich an deine Prognose anschließen, die im Raum steht. Du sagst, der amerikanische Präsident Donald Trump wird seine erste Amtszeit nicht überleben. Und das ist ja dann mit sehr vielen Emotionen verbunden. Die einen Leute werden das schrecklich finden. Es ist ein schreckliches Geschehen, wenn ein Präsident eines unnatürlichen Todes stirbt, um das jetzt mal sehr umschweifig und euphemistisch zu formulieren. Und für andere wird es eine Erleichterung sein, zu sagen, Gott sei Dank kommt das endlich. Das bist du mitten in diesem Feld drin und hast dich doch bemüht, das neutral irgendwie rüberzubringen. Ja, also ich möchte da vielleicht kurz etwas zurückgreifen, was da, wie das genau vor sich ging. Also ich habe ja bereits im Sommer 2014 eine erste mediale Persönlichkeitsanalyse über den Präsidenten, der November 2016 gewählt werden würde, habe ich gemacht und habe dort beschrieben, wie er aussehen würde, aus welcher Gegend er kommt. Und das hat dann zu 100% zu Trump gepasst. Und während den ganzen vorhergehenden anderthalb Jahren, das fing ja bereits 2015 an, Frühling, mit den ganzen Kandidaten, die vorgestellt wurden, war dann für mich war das spannend zu beobachten, weil ich hatte ja meine Analyse und gesehen, wie er aussehen würde, und dann konnte ich damals für mich das Feld schon relativ klar einengen, und als dann schlussendlich Trump und Hillary noch Hillary Clinton noch im Rennen war, und da war für mich auch von Anfang an klar, sie hat keine Chance, weil sie hat zu 0% auf das gepasst, was ich gesehen hatte. Und ich habe das dann auch im Vorfeld bereits im Frühling 2016, also 6 Monate vor den Wahlen, auch in Interviews öffentlich, habe ich das so, meine Vorhersage geteilt, dass eben Trump gewinnen wird. Und da haben natürlich viele gesagt, du spinnst ja, wir haben keine Chance. Und nachdem er dann gewählt wurde, da habe ich dann eine Nachanalyse gemacht, eine Nachanalyse, das stimmt so nicht, sondern ich habe nach den Wahlen eine Analyse gemacht über die kommende erste Amtszeit, um zu sehen, wie die werden wird, und hatte dort auch gewisse Eindrücke. Und was ich dann gesehen habe zum Schluss der ersten Legislaturperiode, also das muss dann wahrscheinlich zum Ende der 4 Jahre oder kurz davor oder kurz danach, da hatte ich für ihn die genau identisch selben Bilder wie für Gaddafi und für den König von Thailand. Und für Gaddafi hatte ich diese im Januar 2012 war das. Und 8 Monate später, im Oktober, ist er dann getötet worden. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es 11 oder 12 war. Und beim König von Thailand, da war es ja, ich glaube, auch 2016, da haben wir sogar mit ihrem Gespräch, habe ich auch gesehen, dass er sehr, sehr bald gehen wird. Ein paar Stunden später war er tot. Und bei Trump hatte ich genau dieselben Bilder. Und deswegen ist es für mich halt so, dass ich habe ihm sogar dann einen öffentlichen Brief geschrieben, findet man auch bei mir auf der Website, und da habe ich ihm auch gesagt, schauen Sie, Mr. President, so und so habe ich Sie vorhergesehen, und auch während den ganzen Wahlen habe ich das und das vorhergesagt, das kam auch alles so, und für Ihre Legislaturperiode sehe ich dies und jenes, und leider halt eben auch dieses passieren mit dem Ableben von Ihnen, und wenn Sie nun möchten, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, um zu sehen, was wir machen können, damit das nicht eintreffen muss. Weil für mich geht es unabhängig darum, was ein Mensch nach außen macht, für mich geht es darum, mit seiner Seele zu arbeiten, und dann spielt es für mich keine Rolle, was er jetzt macht, weil jeder von uns hat auch die Möglichkeit, sich zu ändern. Und dass das als unheimlich empfunden wird, das kannst du nachvollziehen. Also, dass ich sage, meine Güte, das ist ja unheimlich, was du da siehst, wie du das wahrnimmst. Ja, ich kann nachvollziehen, dass es natürlich unheimlich ist, wenn das Thema etwas unvertraut ist, oder wenn man sich damit, wenn das ein bisschen, ja, schwierig ist nachzuvollziehen, woher solche Bilder überhaupt kommen. Aber ich kann es nachvollziehen für der Emotionen wegen, die da natürlich ausgelöst werden und die man nicht unbedingt erklären kann, woher diese Visionen und Bilder kommen. Und das führt dann natürlich zu diesem Eindruck des Unheimlichen.
Und umgekehrt ist es ein Klassiker sozusagen aus der Mythologie, der Seher sieht etwas, er warnt den Betreffenden und der strauchelt umso heftiger in dieses Geschehen rein. Er kann es nicht verhindern, obwohl er es vielleicht sogar versucht zu verhindern. Was sagst du dazu? Ja, da lässt sich natürlich dann, das hängt dann vielleicht auch daran, dass eben halt in unserem Leben Sachen vorherbestimmt sind. Und man dann, obwohl man möchte oder auch nicht möchte, das halt nicht mehr verändern kann und es dann so oder so passieren muss und dann auch mit aller guter Absicht halt das nicht mehr abänderbar ist. Und du würdest das sehen, wenn es so wäre, aber du bietest ja jetzt im Falle Trump an, es könnte abgewendet werden. Ja, weil es sind doch noch 4 Jahre. Als vom Moment der Prophezeiung und in 4 Jahren kann man viel machen und kann man viel arbeiten an sich oder mit anderen. Mhm. Und davon haben wir noch nichts mitbekommen, muss man sagen. Ja, sich das verändert, ganz im Gegenteil. Also wir müssen mal schauen, das ist ja, ich habe das Gefühl, es ist immer noch offen, dass man was machen könnte, wenn so gewünscht wäre. Dann würde ich sagen, damit lassen wir es ausklingen und ich danke dir für das Gespräch. Wir haben ja noch unsere Bücher ab. Richtig, wir sehen uns Ende September bei der Buchvernissage in Basel und 1. Oktober dann, oder 2. Oktober Montag bei uns im Winterthur in den Verlagsräumen, Edition Spuren. Das Buch heißt In meinen Augen und wir können dann vielleicht noch ein Cover einblenden, die bibliografischen Daten. Ja, wir hatten uns ja im Vorfeld, im Frühling war das, hatten wir uns getroffen und hatten mehrere spannende Tage mit Gesprächen und ich bin natürlich sehr gespannt und auf das Buch, ich freue mich da sehr drauf und natürlich speziell auch auf die 2 Abende dann. Mhm. Anfang Oktober mit dir und dann, wenn wir dir das Buch vorstellen dürfen. Gerne, ja. Also du kannst dir vorstellen oder vielleicht siehst du das ab und zu in deinen Träumen oder Visionen. Ich bin fleißig am Tippen, macht Spaß und ich redigiere den ganzen Text noch. Und schön. Bald in die Druckerei. Ich. Schön. Danke. Danke.